Ich hatte den schlimmsten Traum. Was ist das? Ah, Mom! Esme, Schätzchen, du hast das alles geträumt. Das Spielzeug wird an deiner Seite sein, wenn du schläfst. Süße Träume. Keine Albträume mehr. Ist es schon morgen? Wow! Hello Kitty! Catnap! Kommt mit! Setzt euch! Wir machen eine Teeparty. Das würde mir gefallen. Sie führt etwas im Schilde. Hier ist ein Snack, der dazu passt. Mmm, lecker! Ein Schokoladendonut? Das ist verdächtig. Ich werde Catnaps Kopf scannen, um zu sehen, was in ihr vorgeht. Was? Sie will Esme in ein Schweinchen verwandeln? Ich werde ihren Plänen einen Strich durch die Rechnung machen. Kitty, was hast du getan? Du hast Hausarrest. Denk darüber nach. So ist es richtig. Ich werde nicht aufgeben, Catnap. Du bist nicht böse? Natürlich bin ich das nicht, Kitty. Ich habe ein Geschenk vorbereitet. Willst du spielen? Klar. Nein, es ist gefährlich. Das ist so aufregend. Ich bin bereit. Toll, ich auch. Oh nein, sie hat eine Waffe. Esme ist in Gefahr. Was ist denn? Ich werde nicht zulassen, dass du Esme etwas antust. Oh, wie gemein. Schlaf. Was ist denn los? Es riecht furchtbar. Sardinen. Erfrisch deinen Atem. Hier. Was ist denn hier los? Kitty? Catnap? Lass das! Stopp! Sie hat angefangen! Nein, sie! Hm, sie hat es verdient. Sie versteckt etwas in ihrer Tasche. Was ist das? Bilder! Kitty, das bist du! Das kann nicht sein. Danke für deine Hilfe, Catnap. Ja, Ma'am. Dad? Hachi! Katzen, ich habe es geahnt. Hachi! Igitt! Ich bin allergisch gegen Katzen. Schmeiß sie sofort raus. Dad, sie sind meine Freunde. Schmeiß sie nicht raus. Na schön, du kannst eine behalten. Das ist meine endgültige Entscheidung. Nur eine? Was soll es sein? Ich wünsche dir eine gute Reise. Wir werden dich vermissen. Bye bye für immer. Ich rühre mich keinen Zentimeter von der Stelle. Ich bin um 6 Uhr mit meinem letzten Wort zurück. Nur noch 6 Stunden. Was sollen wir tun? Ich hab's. Ich werde das Zimmer neu dekorieren. Inspiriert von Hello Kitty. Esme wird es gefallen. Oh, sie hat Wahnvorstellungen. Ich werde auch ein Zimmer umstylen. Esme wird sich für mich entscheiden. An die Arbeit. Sorry, du kannst da nicht hängen bleiben. Fabelhaft. Eine rosa Decke. Viele Kuscheltiere. Bleib hier sitzen. Und Lichter natürlich. Wow, ich muss sie nur noch entwirren. Wahnsinn, was soll ich mit dem Boden machen? Ich hab's. Ich werde ihn mit einem weichen Teppich bedecken. Wunderbar. Was? Catnap hat viel Herzblut hineingesteckt. Sieht cool aus. Ich darf nicht verlieren. Ich weiß. Kopf hoch. Ein Ball aus Garn. Was ist das? Ups. Mein Plan hat funktioniert. Das gibt's doch nicht. Kitty, das ist so süß. Catnap, was ist passiert? Mein Ohr tut weh. Kitty, ich bin mir ziemlich sicher, dass du Catnap bei dem Chaos helfen kannst. Mach dich an die Arbeit. Puh, das ist schwieriger, als ich dachte.
Catnap, Mittagessen. Ich bin am Verhungern. Komm mit mir mit. Ich frag mich, was sie vorhat. Heiliger Strohsack, sie will ihre Eltern in Smiley Critters verwandeln. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Komm schnell her. Catnap fühlt nichts Gutes im Schilde. Sieh dir das an. Ein Schloss? Ich meine, wie? Kitty, das hast du dir nur eingebildet. Glaub mir, es steht im Tagebuch. Es ist nichts, was uns stören könnte. Leute, helft mir beim Aufschließen. Lasst ganz viele Likes da. Kitty hat eine verrückte Fantasie. Sie denkt sich die wildesten Sachen aus. Behalt sie im Auge. Jetzt bist du dran. Ich beobachte dich wie ein Falke. Wir werden sehen, wer die Oberhand hat. Wie kann ich es Miss Herz gewinnen? Was, wenn... Ah, natürlich. Ich mache ihr ein tolles Geschenk. Dann wird sie mich sicher behalten. Wow, danke, Kitty. Beste Freundinnen für immer. Bye, Catnap. Es wird wahnsinnig schön. Aber was soll ich ihr schenken? Stimmt, ich werde die alten Kopfhörer verwenden. Zuerst füge ich Ohren hinzu. Ausschneiden und kleben. Und eine Schleife hinzufügen. Sehr schön, das Geschenk ist fertig. Was? Das gibt's doch nicht. Ich habe auch eine Idee. Ist das ihr Geschenk für Esme? Ha! Oh nein, dieses hier ist für dich. Für mich? Halt! Ich hab's! Wo willst du hin? Hab dich! Was hab ich getan? Ich hab gewonnen! Noch nicht! Upsi! So ist es gut. Hey, Dad. Hi. Catnap, was ist los? Es ist eine Überraschung für Esme. Nicht verraten. Eine Box. Wow. Sie gehört mir. Mia. Ah. Na toll. Du bist schuld. Ich habe eine Idee. Kralle, lass mich nicht im Stich. Schneiden. Toll. Das ist meins. Jetzt geht's los. Ich füge eine Schleife hinzu und male etwas. So. Ich füge Lichter hinzu und süße Wäscheklammern. Zeit für meine Lieblingsfotos. Sehr schön. So ist das also. Gut, ich kann auch Dinge aus Pappe basteln. Oh ja, das Spiel ist für dich vorbei. Ich bin zu Hause. Wahnsinn, so schön. Das hat Kitty toll gemacht. Was ist das? Das sieht umwerfend aus. Kitty, Kitty, wo bist du? Kitty! Sag doch was. Ich verstehe das nicht. Wo ist sie? Hier nicht. Hier auch nicht. Wo ist sie? Kitty, was ist denn mit dir passiert? Sie hat es nicht anders verdient. Kitty, keine Sorge. Ich werde dich retten.
Zuerst müssen wir die Käfer loswerden. Igitt. Und der Schleim muss weg. Jetzt nähe ich die Löcher sorgfältig zu. In einer Sekunde bin ich fertig. Nur noch verbinden. Fertig. Kitty, du bist wieder da. Ich bin so froh. Was ist denn passiert? Sie ist schuld. Sie hat es auf mich abgesehen. Sie will auch dein Leben durcheinander bringen. Was sollen wir tun? Leute, kommentiert unten, wen ich behalten soll. Hello Kitty oder Catnap? Helft uns, damit Esme in Sicherheit ist. Bitte. Nein, sagt, sie soll mich behalten. Wow, so viele Kommentare. Catnap ist böse. Danke für eure Hilfe. Das Geheimnis ist jetzt gelüftet, Catnap. Oh, ich wollte den guten Weg gehen, aber ihr habt alles vermasselt. Schlaf. Ich bin so schläfrig. Auf keinen Fall, Catnap. Ich werde kämpfen. Ah, Hilfe! Was ist nur los mit mir? Lass das! Noch nicht. Zuerst werden wir dich gründlich waschen. Nein! Und jetzt das Gesicht. Wie geht? Pfui! Schon besser. Das Outfit funktioniert nicht besonders gut. Dieses Outfit passt mehr zu dir. Was ist das? Du hast dich in Pummeluff verwandelt. Pummeluff? Ich mag es. Na dann komm. Hey, kommt doch mit uns mit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, das ist Pummeluff. Ich hab dich. Haha. Und du? Ich bin kein Pokémon. Peter, möchtest du eine Massage? Pika, komm her. Tanze mich. Oh, wie langweilig. Mehr Leidenschaft. Langweilig. Oh, wer singt denn da? Oh ja, schlaf gut. Wir hauen hier ab. Psst. Verstecken wir uns. Was? Sind schon alle weg? Wartet auf mich. Was? Mein Pokémon. Ich krieg dich. Ach du meine Güte. Das ist ein Albtraum. Wir müssen leise sein. Wo soll ich mich verstecken? Oh, da sind aber viele Kisten. Ist hier jemand? Nein, die Kiste gehört mir. Geh und such dir eine andere. Ist hier jemand? Was? Ich brauche unbedingt eine Pause. Oh, ich habe eine Idee. Nein, nein, auch das nicht. Wo ist es? Ich bin sicher, es war hier. Perfekt. Gleich geschafft. Hm, lecker. Leider ist das ungenießbar. Komm schon, Popcorn. Ich glaub an dich. Oh ja, Wahnsinn. Ich versteck mich hier drin. Wo seid ihr, Pokémons? Ah, da versteckt sich jemand. Welche Waffe soll ich benutzen? Diese hier? Danke. Ich habe eine Idee. Es kann losgehen. Eine Schleife? Dieses Geschenk habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, ich sehe mir die Kiste mal an. Mir sind die Kugeln ausgegangen. Wie immer. Ich muss meine Fäuste benutzen. Da ist nichts. Oh, da ist jemand. Mal sehen. Oh, ein Snake. So, so, so. Ich höre ein Geräusch.
Hä? Egal. Oh ja, ich kenne dieses Geräusch. Da ist bestimmt ein hungriges Pikachu drin. Also, was soll ich dieses Mal nehmen? Dynamit. Die beste Lösung aller Zeiten. Viel Glück, Pika. Oh je. Ups. Autsch. Nach Hause, Pika. Schön. Ein Pokémon weniger. Und Pika? Wir werden viel Spaß haben. Nicht bewegen. Dieses Spiel ist mein Lieblingsspiel. Los. Langweilig. Was? Bei dir bringt es nichts. Ich werde es aufdrehen. Oh, das kitzelt. Eine sanfte Massage. Es funktioniert nicht. Ich habe ein Ass im Ärmel. Zaubertrank. Zauberschleim. Mein ekliges Lieblingszeug. Oh ja, es hat geklappt. Ich befülle den Tank. Ich bin bereit. Mach dich bereit, Pika. Gib der Welt einen Abschiedskuss. Igitt, das ist eklig. Was jetzt? Es passiert doch nichts. Naja, da muss ich mir noch was überlegen. Wie du meinst. Warte, was? Was ist denn hier los? Oh je, nein, bitte nicht. Ich brauche ein Gegengift. Hier ist es. Schnell. Puh, der Bösewicht ist eingeschlafen. Zeit, das Gegengift zu nehmen. Oh nein. Was? Es ist leer. Oh je. Oh Leute, ich brauche 50.000 Likes, damit das Gegenmittel auftaucht. Helft mir. Hallo Meister. Oh ja, es hat geklappt. Mein dunkles Pikachu. Ich habe einen Auftrag für dich. Hol mir das Pokémon. Bin schon dabei. So. Ich wette, sie ist hier. Nein. Nein. Oh, das ist die beste Waffe. Fliegfledermaus. Was für ein Geruch. Ich habe den Streich gespielt. Ich habe Knoblauchkaugummi. Netter Streich. An die Arbeit. Hol Pomelo für mich daraus. Warte. Oh oh. Ich muss was tun. Au! Meine Reißzähne. Das ist ja peinlich. Anfänger. Puh. Okay, dann mal weiter. Wieso geht es nicht? Was soll ich machen? Oh, ein Kraftmesser. Toll. Ich werde zuschlagen, um die beste Waffe zu bekommen, die es gibt. Los, Pika Kraft. Das war ziemlich übel. Okay, dann eben ein Mikrofon. Wenn ich es mir recht überlege, ist das die perfekte Waffe für Pummelhof. Das ist ja furchtbar. Meine Ohren können das nicht ertragen. Nein, hör auf, die Musik zu quälen. Da bist du ja. Ups. Was ist denn hier los? Hilfe! Ich kümmere mich gleich um dich. Welche Strafe soll ich für dich wählen? Nee, zu einfach. Hab ich schon mal gemacht. Elektrische Wäscheklammern? Ups, das sind meine. Ich muss schnell weg von hier. Wow, so schön. Aha, hier ist mein Trank. Pummelhof? Pikachu! Pummelhof ist auf der Flucht. Schnapp sie dir. Oh nein, es ist abgeschlossen. Es gibt ein Kombinationsschloss. Wie lautet der Code? Peters Geburtstag. Was? Könnt ihr mir helfen? Geht zurück zum Anfang des Videos und kommentiert unten Peters Geburtstag. Oh nein, ich habe es nicht geschafft.
Hier ist unser nächstes Ziel. Mauzi, schnappen wir ihn uns. Du meine Güte, Hilfe! Nein, nö, gar nicht so einfach. Oh, das ist gut. Was? Es ist zu klein? Gut. Mauzi, wo bist du? Ich weiß. Ich gebe auf. Nein, wo könnte er sein? Was ist da? Laser. Ups, offenbar funktioniert es nicht. Wir müssen eine andere Waffe wählen. Oh ja, ein Garnknäuel für unser Kätzchen. Perfekt. Nimm das. Die Katze wird darauf hereinfallen. Nein. Wow. Garn. Ich liebe es. Ups. Da ist er. Was soll ich tun? Scharfe Kralle. Wow. Das ist ein Geschenk des Himmels. Wann ist er denn abgehauen? Fiese Katze. Ganz ruhig. Wir werden uns einen neuen Plan ausdenken. Das ist es. Einwandfrei. Katzen haben eine Vorliebe für Milch. Ein paar Tropfen Zaubertrank, um es aufzupeppen. Hier lauern wir ihm auf. Was? Wie hat er das geschafft? Er hat uns schon wieder ausgetrickst. Milch. Warte, warum aus seiner Schüssel trinken, wenn es Gläser gibt? Ich bin ja schließlich eine Katze. Lecker. Warte, was ist das für ein Geruch? Sie haben etwas hineingeschüttelt. Ich habe eine Idee. Mauzi. Hey, ganz ruhig. Ich tue nur so. Ah, ich bin wütend. Es hat geklappt. Komm mit. Kommt her! Ah, das Gegengift. Ganz sicher. Das wird uns helfen. Laden. Los geht's, Leute. Oh oh. Yippie! Was hast du getan? Ihr könnt mich sowieso nicht besiegen. Ich bin der Boss. Das werden wir ja sehen. Hey Oma, dein Enkel ist völlig außer Kontrolle. Klar kannst du kommen. Das machst du gut. Meine liebe Katze. Bring dein Hemd in Ordnung. Pokémons, helft mir. Mach dir keine zu großen Hoffnungen. Was ist das? Noch ein Pokéball? Wer ist da? Ruhig, Pika. Oh nein, sie ist wild. Ich fange dich, bevor du es merkst. Ich versteck mich. Ups. Ein Vampir. Rettet mich. Pikachu. Oh nein. Sie ist auch ein Vampir. Unglaublich. Vampir Mauzi. Was ist hier los? Ich muss abhauen. Puh. Ich habe es geschafft. Was? Oh nein. Hab dich, Vampir. Keine Sorge, ich werde dich behandeln. Ich bin schließlich ein Poké-Doktor. Ich werde den Pickup vorbereiten. Für eine Operation braucht man ein Bad mit sauberem Wasser. Mehr. Als nächstes Handschuhe. Zu eng. Wer hat die erfunden? Eine Maske, eine Brille. Und schon bin ich bereit. Ich lasse den Pokéball im Wasser und fange an, Gelee herzustellen. Ich mische die Zutaten zusammen und fülle die Flüssigkeit in die Förmchen. Ich erhalte lustige Meeresbewohner. Ich lasse sie ins Wasser. Schwimmt! Ja, es klappt! Tragosso, du bist geheilt! Wasser ist das Schlimmste! Tragosso ist zurück! Toll! Oh, mir ist eine tolle Idee eingefallen. Hör zu, das klingt super. Lass uns den Pickup in ein Poké-Krankenhaus verwandeln. Oh ja, weiche Kissen für die Wände.
und überall süße Aufkleber. Je mehr, desto lustiger. In der Mitte wird ein Tisch stehen. Hier werden die Pokémon-Zaubertränke stehen. Das war's. Lass uns nach Pokémon in der Nähe suchen. Ups, das ist der Pikachu. Na und? Ich verstehe gar nichts mehr. Machen wir uns an die Arbeit. Tragosso, in die andere Richtung. Ich komme. Ich bin mir sicher, dass das der richtige Ort ist. Aber ich sehe kein Pikachu. Es ist ein Pokéball mit Fledermausflügeln. Ich muss es fangen. Da ist es. Wir müssen schneller sein. Tragosso, hol es dir. Hab dich. Vampire. Ich hab Angst. Vampire sind gruselig. Ich mach das allein. Pikachu ist eingeschlafen. Das ist schön. Zum Krankenhaus. Pikachu, wir werden dich retten. Als erstes legst du die gruseligen Flügel ab. Fertig. Als nächstes die Reißzähne. Geschafft. Der Mantel kommt weg. Und jetzt können wir mit der OP beginnen. Das böse Vampirherz wird durch ein freundliches Pokémon-Herz ersetzt. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Der Puls ist weg. Oh nein, Pikachu. Bitte nicht. Leute, ich brauche eure Hilfe. Drückt den Like-Button, um Pikachu zu retten. Pika, du bist wieder da. Oh ja, wir haben es geschafft. Ich habe Werkzeug und Batterien. Ich kann anfangen, die Sirene zu reparieren. Hi. Batterien? Oh. Ich liebe sie. Was hat sie denn vor? Ein Snack. Nein, ich brauche die Batterien. Lass das lieber. Es ist so schwer zu widerstehen. Sie gehören mir. Ich fühle mich unwohl. Pikachu! Was soll das denn? Pikachu, sie braucht Hilfe! Was ist das? Was ist das für ein Geruch? Oh, da könnte jemand eine Dusche gebrauchen. Ich habe eine Idee. Seifenblasen. Ganz viele Seifenblasen. Seifenblasen sind super. Es hat geklappt. Wir haben Pikachu sauber gemacht. Willst du auch? Komm nicht auf dumme Gedanken. Na schön. Ups. Nicht ein einziger Poké-Vampir in der Nähe. Hey, bleib wach. Das? Nein, doch nicht. Was ist das für ein Geräusch? Ich werde nachsehen. Wer ist da? Komm raus und kämpfe. Hey, Ninja. Jemand hat ein Ei versteckt. Kümmere dich darum. Aber wie? Ich habe da einen Gedanken. Fast hätte ich es fallen lassen. Ein Buch mit Zaubersprüchen. Es stand hier irgendwo. Das Ei muss ausgebrütet werden. Es gibt keinen anderen Weg. Chad, was machst du da? Wach auf! Oh! Ich habe das Handbuch gefunden. Hier steht alles drin. Schritt 1. Das Ei in die Badewanne legen, mit Schleim bedecken und mit Glitzer bestreuen. Das Bad ist fertig. Schleim hinzugeben. Als nächstes Glitzer. Ich bin überall mit Glitzer bedeckt. Wahnsinn. Glitzer ins Wasser geben. Geschafft. Der letzte Schritt. Lege einen Edelstein neben das Ei. Wo sollen wir danach suchen? Ja, cool. So sieht die Blume des Reichtums aus. Ich kann spüren, dass sie nahe ist. Warte auf mich.
Wir sind fast da. Hier ist sie. Ich sehe sie. Wir nehmen alles mit. Wow. Schnell zum Pickup. Ich hole die Edelsteine. Das kann ich auch. Ich hab einen. Das schaffe ich auch. Leg die Edelsteine ins Wasser. Wow, das ist das Schönste, was wir je gesehen haben. Das war Anton auf dem Ei. Sieh doch mal. Anton braucht dringend eine Operation. Krankenschwester, Skalpell. Mal sehen, was wir hier haben. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Pinzette, ich werde Anton von den Schädlingen befreien. Alle sind raus. Nadel. Ich muss sie nur noch zusammennähen. Tada! Super! Schlag ein! Ups! Was? Wie lecker! Nein! Ich muss sie neutralisieren. Sie ist gesichert. Hey, aufwachen! Sie ist wach? Okay. Hey, Anton. Hör auf damit. Fang an. Vampyros, Draculos, für immer Verschwindos. Hey, was ist denn? Hallo, ich bin Anton. Schön, dich kennenzulernen. Es hat geklappt. Oh, von dem Geschrei kriege ich noch Kopfschmerzen. Mauzi treibt sich hier herum. Lass ihn uns fangen. Ich habe ein Seil dabei. Da lang. Links. Tragosso. Da. Du bist gefangen. Wag es ja nicht, Vampir. Ich schätze, das wird ihm helfen. Lust auf Milch? Was? Das ist Schleim. Du Betrüger. Es reicht. Du erschreckst mich. Es wird Zeit, dass wir die Sache selbst in die Hand nehmen. Endlich. Tragosso, hilf mit. Der Milchschleim sollte ihn heilen. Es klappt. Oh, das ist gar nicht mal so übel. Au, mein Kopf. Hi, geht's dir nicht gut? Warum bin ich gefesselt? Du hast mit einem Wollknäuel gespielt und dich verheddert. Oh, ich liebe es zu spielen. Das ist toll. Tragosso, wo ist dieses Pokémon hin? Tragosso! Was? Ups, ich habe nichts gemacht. Pika, wach auf! Tragosso, wie läuft's mit der Reparatur? Ich bin fast fertig. Aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht. Oh nein, Pikachu wird schwächer. Ich brauche einen neuen Pickup. Dieser hier sollte reichen. Kaufen. Ich liebe es, mit Autos zu spielen. Was ist das? Ein verlassenes Auto. Genauso eins wollte ich schon immer mal haben. Oh, das sieht schlimm aus. Zum Glück kann ich das schnell ändern. Als erstes werde ich den Krempel los. Oh je. Baby Pichu, halte durch. Geht es dir gut? Er atmet kaum noch. Wir müssen ihn retten. Ich nehme das Auto. Der Schmutz ist weg. Wir können mit dem Makeover beginnen. Geschafft. Es hat sich in ein Pokémon-Krankenhaus verwandelt. Ich bin die Chefärztin der Pokémon. Pichu, warte. Alles wird wieder okay. Ich werde ein heilendes Bad für dich machen. Eine Menge Mentos. Ich befülle es mit Limonade. So kommst du im Handumdrehen wieder auf die Beine.
So, jetzt bist du wieder sauber und fluffig. Als nächstes werden wir die Herzfunktion wiederherstellen. Schneiden. Lass uns das Herz untersuchen. Oh, es ist tatsächlich gebrochen. Halb so wild. Ich habe ein wunderschönes, liebevolles Herz übrig. Genau das meine ich. Vorsichtig zunähen. Zeit für eine elektrische Ladung. Es funktioniert nicht. Leute, drückt den Like-Button, um Pichu wiederzubeleben. Pichu, du bist wieder bei mir. Danke, wir haben es geschafft. Pika, nach der ganzen Arbeit werde ich erstmal zum Strand gehen. Es ist vorbei. Mein Spielzeug ist verschwunden. Ich werde es nie im Sand finden. Ganz ruhig. Ich werde dir helfen, das Spielzeug zu finden. Darin bin ich wirklich gut. Warte hier. Ein Metalldetektor wird die Aufgabe erledigen. Da ist es. Das Spielzeug ist hier irgendwo. Ich siebe den Sand. Hier ist das Spielzeug. Ich säubere dich. Künstliche Beatmung. Ich entferne das überschüssige Wasser. Und los. Nochmal. Als nächstes werden wir die ekligen Würmer los. Jetzt machen wir dich richtig sauber. So ist's gut. Wow. Hey. Hi. Ich bin Ärztin. Ich habe dich gerettet. Deine Besitzerin ist da drüben. Oh, da ist Jess. Ein Smartphone? Oh nein. Was ist das? Hm? Da steht etwas. Hey, habt ihr lesen können, was auf dem Bildschirm stand? Mein Krankenhaus wird das große Geld einbringen. Willkommen bei der großen Eröffnung. Ups, wo sind denn die Leute? Oh Mann, es ist niemand gekommen. Hey, ein Mädchen mit Spielzeug. Was für eine lächerliche Idee. Wütende Hunde? Ich habe keine Angst. Dieser Hund ist verrückt. Bitte tu etwas dagegen. Ich werde mein Bestes tun. Wo ist mein Nähzeug? An die Arbeit. Faden, Nadel. Nähen. Ich drücke die Daumen, dass es klappt. Geschafft. Deine Kitty ist jetzt eine Meerjungfrau. Wow, wunderbar. Hey, du lebst. Klar doch. Hey, Pikachu. Übrigens, ich nehme Bargeld. Danke für deine Hilfe. Behalte das Wechselgeld. Wow, danke. Bis bald. Assistent, danke. Klammer. Stethoskop. Stör mich nicht. Ich bin fast fertig. Oh ja, das perfekte Sandwich. Hey, du musst mir helfen. Ist es dringend? Oh, es ist definitiv ein Notfall. Ich hoffe, sie ist noch zu retten. Ich werde alles tun, was ich kann. Das ist doch verrückt. Wie kommt es, dass du so schmutzig geworden bist? Zuerst sollten wir dich gut waschen. Dein Kopf muss ausgetauscht werden. Mal sehen. Dieser hier ist zu groß. Der hier passt perfekt. Sieht der gut aus? Ich denke schon. So weit, so gut. Ich werde was naschen. Eine Verpackung? Ihr wisst doch, dass Müll wegwerfen schlecht ist, oder? Ich werde die Verpackung der Süßigkeiten benutzen, um neue Schuhe zu machen. Ich überziehe die Füße mit Fimo und füge hohe Absätze hinzu. So. Woraus machen wir das Outfit? Ich weiß. Ein alter Handschuh. Den Überschuss abschneiden. Ist das Kleid fertig? Aber wo wirst du sitzen? Warte hier. In der Zwischenzeit werde ich Seifenblasen machen, die nicht platzen. Ich mache ein Sofa daraus.
Setz dich hin und lass uns mit dem Fotoshooting beginnen. Lächeln, du bist nicht von dieser Welt. Die Puppe sieht besser aus als je zuvor. Wow, unglaublich. Das muss Magie sein. Ach nein. Danke.